Tja, und an der Stelle sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Let's Orakel FIFA 19 mit Werder Bremen. Und es steht ein Spitzenspiel an. Werder muss auswärts auf Schalke bestehen. Und das ist eine ganz besondere Aufgabe. Die Schalker leicht gestrauchelt in der aktuellen Saison insgesamt, aber vom Kader her auf jeden Fall bombastisch besetzt, wie wir es auch hier jetzt hier sehen. Mit die beste Aufstellung, bestes Team, was jetzt hier heute aufläuft. Serdar, der Neuzugang, und vorne im Sturm der neue Nationalspieler Marc Uth. So sieht das Ganze aus. Also eine harte Defensive, die Werder dadurch stoßen muss. Ah, bei Werder läuft es ja ganz gut. Das heißt, in der Tabelle ist man oben dabei. Und heute sehen wir auch eigentlich das gewohnte Bild. Keine Ausfälle soweit, alle wieder an Bord. Hier sehen wir die Abwehrreihe im Mittelfeld. Bargfrede, Eggestein und Klaasen, der immer besser ins Spiel kommt. Und vorne im Sturm die sehr offensive Ausrichtung mit Hanik, Kruse und Osako. Auf der Bank Pizarro und auch noch diverse andere Spieler. Wir werden mal sehen, ob die Taktik heute hier hinhaut. Ich bin ganz guter Dinge. Die Länderspielpause, weiß ich nicht, ob sie sich positiv aufgewirkt hat auf eine der beiden Mannschaften. Wir werden es letztendlich sehen. Wir fangen jetzt auch an. Wir werden erstmal hier den... Was ist denn das? Warum ist denn hier der Trainer an? Ah, wir haben ja leichte technische Probleme gleich zu Beginn. Nach 13 Sekunden. Oh, das ist kein gutes... Kein gutes Omen. Aber wir kriegen das hier alles hin. So. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall mal eingestellt. So. Und jetzt haben wir das erste Mal noch selber mal die Kugel in den eigenen Reihen am Laufen. Lichtverhältnisse sind ein bisschen anstrengend, wie ich finde. Aber wenn wir alles hinkriegen. Klaasen. Und erster Schuss. Nach gerade mal 4 Minuten. Durch den Captain Max Kruse. Also erste Aktion hier für die Bremer. Aber der Schuss, der geht dann doch. Ja gut, er dreht sich noch ein bisschen rein. Aber es mögen dann doch irgendwo immer noch 1 Meter sein, die da daneben geht. Aber erste Aktion, das ist ja schon mal ein guter Auftakt. Mal sehen, wie die Schalker letztendlich hier zu Hause auftreten. Sind ja hart in der Kritik, weil man auch hinter den Erwartungen zurückliegt in dieser Saison. Und Werder hat sich ja in der Vergangenheit leider auch immer wieder mal so als Aufbaugegner angeboten. Ich hoffe mal, dass dem heute nicht so ist und dass Werder die gute Leistung der letzten Wochen hier auch weiter bestätigen kann. Eggestein. Unten ist Hanik frei, aber... Der Ball geht dann doch in die Füße der Abwehr. Klaasen überall zu finden. Schönes, schnelles Spiel hier an der Stelle. Und Nastasic kann den Ball erstmal klären. Aber ist ein sehr guter Auftakt von Werder, wie ich finde. Und Werder kämpft sich immer mehr Chancen. Aber leider noch nichts Zwingendes dabei. Der Ball geht ins Aus. Schöpf auf Caligari. Balleroberung vielleicht von Hanik. Wird hier gefoult, aber alles mit rechten Dingeln. Dingeln? Klaasen, Schuss aus der Drehung und Fährmann muss hier schon eingreifen. Das war schon eine etwas haarigere Chance. Wir werden mal hier unserer Linie treu bleiben. Da wird dabei weggeboxt. Osako. Auf Augustinsson. Hat viel Platz. Schön gesehen. Sind aber auch gleich 2 Abwehrspieler dabei. Und gibt nochmal Ecke. Also Werder hier in den ersten 16 Minuten auf jeden Fall die aktivere Mannschaft. Immer viele Chancen. Hier sehen wir noch mit dem Schuss aus der Drehung von Klaasen. Er wäre daneben gegangen, aber Fährmann kommt gerade nochmal so mit seinen Fingerkuppen dran. Wir spielen auf den langen Pfosten. Wir haben ja viele große, kräftige, kopfballstarke Leute. Schuss geht in die Mauer. Nachschuss von Osako. Der Torhüter landet im Tor, aber leider nicht der Ball. Auf jeden Fall eine muntere Phase von den Schalkern, haben wir noch nicht viel gesehen. Und vielleicht jetzt über Nastasic. Bentaleb. Schickt hier auf jeden Fall schon mal einen Außenspieler, aber das ist soweit alles kein Problem. Eggestein auf Osako. Mendel kann den Ball allerdings hier noch
retten. Bargfrede pusht nach vorne, verliert den Ball. Jetzt. Ah, verdammt. Bargfrede heute sehr, sehr gut. Hat eine Chance. In der 22. Minute. Ecke kommt rein. Kopfball und wieder Fährmann. Und ich glaube, das war Harnik, der diesen Kopfball gebracht hat. Ja, momentan machen wir einfach noch zu wenig aus unseren Chancen. Und jetzt, oh, gute Aktion von Schalke, wird hier aber unterdrückt von Moisander. Klasen. Kann er hier den Pass spielen auf Kruse und Kruse macht das Tor. Nach toller Vorlage von Davy Klasen sehen wir hier in der 25. Minute das 1:0 durch den Captain Max Kruse. Wie ich finde, völlig verdient, denn Werder hat hier wirklich sehr gut gespielt bisher. Wir sehen was nochmal. Schöner Pass. Sané kommt nicht dran. Und dann ist Max Kruse da und der Routine haut den Ball unhaltbar in die Maschen hinter Fährmann. Somit hier also völlig in Ordnung die 1:0-Führung. Und ich glaube, da geht es jetzt bei auf der Schalker Bande schon ein bisschen lauter zu. Weil eigentlich wollte man auch heute dieses Spiel hier zu Hause natürlich gewinnen. Gerade gegen Werder wäre das sehr viel wert. Aber es sieht aktuell anders aus. Bargfrede. Bargfrede. Ah, hat er versucht, ein bisschen den Raum zu öffnen. Das hat nicht so geklappt. Oh, Kruse. Und jetzt, verdammt, wieder Mendel kann hier den Ball abschirmen. Und jetzt wieder der Gegenstoß der Schalker. Jetzt vielleicht ein bisschen Platz auf der rechten Seite. Aber wieder Moisander, wird aber faul gepfiffen. Freistoß für die Schalker, die sich auf jeden Fall diese Chance nicht entgehen lassen. Und erstmal weit in den Strafraum reinflanken, erstmal geblockt. Jetzt Uth und Pavlenka, erste Mal, dass sie heute eingreifen muss, aber dieser Schuss war letztendlich dann auch keine große Prüfung. Klasen. Schön gespielt. Wieder auf Klasen. Kommt leider nicht mehr ran. Aber Werder macht hier das Spiel und das ist natürlich herzerfrischend als Werder-Fan. Schalke hat nicht viel gegen zu bieten. Ballverlust von Klasen gegen Bentaleb. Klasen ist schon wieder am Ball. Verliert den Ball wieder. Gegen Mendel. Boah. Foul von Maxi Eggestein. Aber was das angeht, noch sehr fair. Wir haben noch keine Karte heute gesehen. Konopilanka setzt sich hier durch. Auf Mendel. Auf Uth. Erste Reingabe, aber Moisander ist im Zentrum. Bentaleb aus dem Rückraum. Serda wird schießen können. Dicht sich den Ball leider etwas zu weit vor. Boah, es ist hier ein Durcheinander und dann haut Osako den Ball aus Verlegenheit ins Aus. Somit gibt es Einwurf für die Schalker. Erste Halbzeit neigt sich dem Ende. Also wir können hier durchaus ein positives Fazit ziehen. Wetter ist toll, Spiel ist toll. Werder zeigt hier oder macht hier auf jeden Fall ein gutes Auswärtsspiel. Die Schalker kommen noch zu selten im Prinzip zu Aktionen. Und wenn, ist es wie hier, steht die Bremer Defensive. Und die Chance erstickt im Keim. Eggestein. Schöne Verlagerung. Jetzt allerdings wieder die Schalker über Bentaleb, der sich jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne wagt. Wieder faul, glaube ich. Wird gepfiffen. Und wieder gibt es eine Standardsituation. Kurz vor der Halbzeit, Nachspielzeit läuft schon. Und da kommen sie auch mal zum Abschluss, aber dieser Kopfball von Burgstaller geht dann doch harmlos ins Aus. Pavlenka muss nicht einschreiten. Ja, das ist ein bisschen wenig, was Schalke hier zeigt. Hier sehen wir es, Fährmann absolut mehr geprüft. Pavlenka. Auf jeden Fall die Schalker jetzt weit aufgerückt. Wird aber jetzt nichts mehr bringen, denn der Unparteiische pfeift jetzt erstmal die ersten 45 Minuten ab. Die Schalker werden es trotzdem am Feiern.
Werder führt ja hier auch nicht uneinholbar. Und die letzten Minuten kam Schalke auf jeden Fall immer näher auf das gegnerische Tor. Hier sehen wir es einfach mal. Ballbesitz deutlich bei Werder, eigentlich mit 54%. Zweikämpfe werden mehr gewonnen bei den Schalkern. Insgesamt offensiv Werder deutlich aktiver mit 8 Schüssen gegenüber 2 bei Schalke. 3 Schüsse aufs Tor. Und das, was natürlich am wichtigsten ist, 1:0 steht es für die Bremer, die jetzt aber auch im Prinzip keine Anstalten machen, hier zu wechseln. Alle sind soweit gut drauf. Ich glaube, so können wir es auch erstmal weiterlaufen lassen. Wichtig wird es sein, jetzt natürlich nicht nur die Führung über die Runden zu kriegen, sondern hier den Deckel drauf zu machen, ein zweites Tor zu machen. Und die Schalker müssen letztendlich ja versuchen, hier den Anschlusstreffer zu machen. So, Harnik. Flanke. Das war gefährlich. Ist aber gerade nochmal gut gegangen. Jetzt wieder die Bremer im Aufbau. Oh, Harnik vertüdelt hier den Ball. Jetzt schon die zweite Aktion, wo er so ein bisschen fahrlässig mit dem Ball umgeht. Und auch hier blockt wieder die Schalker Defensive ab, die jetzt deutlich besser stehen als noch in der ersten Halbzeit. Backfrede. Auf Osako, und der hat jetzt die Chance und macht es. Da ist es passiert, das 2:0 durch Yuya Osako. Da stand er ganz frei im 16-Meter-Raum vor Fährmann. Und da hat er die Nerven behalten, hat schnell geschaltet und hat den Ball dann am Torwart vorbei ins Netz gelegt. Und jetzt gibt es hier Jubel auf der Werder-Fantribüne, aber auch Pfiffe von den Schalker-Fans. Aber da, wie gesagt, haben sie eine Nachlässigkeit gehabt in der Abwehr. Da stand er wirklich Mutterseelen allein. Mendel kommt nicht mehr ran. Auch nicht mehr Nastasic. Da ist der Drop schon gelutscht. Und er wird gefeiert. Somit also 2:0. Plan geht also auf. Psychologisch sehr wichtig, dass man gleich die Bemühungen der Schalker erstickt mit einem Tor. Weiter geht's. Backfrede. Schön auf Augustinsson. Das war dann doch ein bisschen zu ungenau gespielt. Auf Schöpf. Konopilanka. Gut, der junge Nationalspieler. Aber das hat nichts gebracht. Fehlpass auf McKenny. Jetzt Konopilanka. Jetzt müsste einer schießen. Und Abschluss von Bockstaller. Gibt sogar noch den Abseitspfiff. Ansonsten wäre Moisander gerade noch mal so dran gewesen. Hier sehen wir es ganz hauchdünn. Eigentlich sehe ich da dann doch gleiche Höhe. Aber der Pfiff ist da und es gibt auch keinen Widerspruch von den Videoschiedsrichtern. Wieder Fehlpass auf McKenny. Gut, verliert den Ball. Gewinnt ihn gleich wieder. Das wird nicht gepfiffen, ist der Wahnsinn. Ja, da ist hier am Verteidigen Selassie. Schöner Pass. Leider kommt er nicht an. Sané. Auf Nastasic. McKenny. Ja, also die Schalker müssen so langsam hier mal aktiv werden. 63 Minuten sind hier gespielt. Und irgendwie tut sich nicht so richtig was. Klaasen. Osako, und Feuermann muss wieder eingreifen. So, jetzt können wir hier wechseln. Barkfrede raus, vielleicht den offensiveren Şahin. Wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Barkfrede sonst ein gutes Spiel gemacht. Aber mit Şahin bringen wir noch jemanden, der noch mehr Druck nach vorne gibt. Weil sobald hier Schalke einen Anschlusstreffer machen würde, wird die Stimmung hier auf jeden Fall auch wieder kippen. Und Schalke würde alles nach vorne werfen, was sie jetzt sowieso machen müssten. Aber ich sage, mit dem 13:0 würden wir wahrscheinlich den Willen letztendlich auch brechen. Auf der Linie gerettet, wenn ich es richtig gesehen habe. Das war ja ein Ding. Nastasic. Jetzt Konopilanka.
Jetzt zu zweit auf der Außenbahn und schaffen es sogar durchzukommen, wie es aussieht. Gut. Viel Platz jetzt hier. Konopilanka ist da. Selassie kommt. Und da. Auch den Ball weg. Beste Chance, wenn man denn so will, für die Schalker. Oh, Osako ist verletzt. Klasen. Mit der Flanke rein, aber da ist keiner. Und Osako hat sich, glaube ich, auch wieder beruhigt. Harnik. Schön abgelegt auf Augustinsson, der hat viel Platz. Bringt die Flanke auch rein. Kopfball Osako. Und jetzt ist er doch verletzt. Wir müssen ihn runternehmen. Dafür bringen wir dann jetzt einfach mal Kruse, der nach außen geht. Und zentral darf dann nochmal der Bruder von Eggestein, also Johannes Eggestein, darf hier nochmal ran. Ansonsten, glaube ich, brauche ich nicht weiter wechseln. Also wir stellen ein bisschen um. Osako, der Torschütze, ist verletzt, muss raus. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird der Wechsel dann auch durchgeführt werden. Sané auf Mendel. Jetzt kommen sie hier gut durch. Konopilanka, immer wieder über Konopilanka. Aber Moisander macht das hier sehr routiniert. Fehlpass auf McKennie. Und McKennie macht den Anschlusstreffer. Fehlpass von Moisander. Und dann ist McKennie vor Ort. Klaut sich den Ball. Und haut ihn unhaltbar hinter Jiří Pavlenka in die Maschen. Und jetzt ist genau das passiert, was die Schalker-Fans freuen wird. Die Hoffnung ist zurück. Man hat den Anschlusstreffer gemacht. Es steht nur noch 1:2. Und Werder kann sich hier auf eine ganz, ganz heiße Schlussphase gefasst machen. Da haben wir ihn. Weston McKennie macht hier das wichtige Tor. Jetzt der Wechsel. Osako raus. Und Johannes Eggestein kommt rein. 79. Minute. Das wird auf jeden Fall nochmal eine Partie, die es in sich haben könnte. Harnik. Jetzt schön. Augustinsson wieder viel Platz. Kommt noch rein mit der Flanke. Kopfball! Und da! Wieder undurchschaubare Aktion. Im Strafraum. Jetzt wieder McKennie, der Torschütze, auf Rudi. Wieder viel Platz. Sahin hat aufgepasst. Eggestein, da ist der neue Mann. Spielt erstmal auf Safety auf Augustinsson. Und das war leider nicht gut gemacht von Sahin. Der Ball geht wieder zurück. Schöpf. Gut. Konopilanka, Stadion wacht nochmal auf. Jetzt vielleicht ein guter Konter. Jetzt über Kelly Jury auf der rechten Seite. Gestört von Selassie, aber nicht aufgehalten. Und da kommt die Flanke rein. Moisander kann den Ball gerade nochmal eben so retten. Was ist denn das für ein Rückspiel? Oh, meine Güte, da hat es aber lichterloh gebrannt hier. Burgstaller schießt in die Weichteile von Veljkovic und der Ball geht daneben. Meine Güte, das hätte sein können. Aus Sicht der Schalker sogar hätte sein müssen. Jetzt aber Ecke. Embolo ist drin für Konopilanka. Klasen haut den Ball nach vorne. Man merkt jetzt absolut die Verunsicherung bei den Bremern. Das sah über Strecken hier anders aus, aber jetzt haben wir die Schalker nochmal Oberwasser. Embolo bringt die Flanke rein. Und jetzt nimm den Ball. Mein Gott, jede Aktion ist hier momentan spannend anzusehen. Wenn die Schalker im Strafraum sind, dann schwimmt die Bremer Abwehr. Jetzt der nächste Angriff über McKennie. Wieder außen über Mendel. Der hat viel Platz. Wird gestört. Verliert hier auch den Ball. Klasen. Jetzt vielleicht nochmal. Und da ist es passiert. Das Spiel ist zu Ende. Zum Ende hin wurde es nochmal ordentlich spannend. Aber im Endeffekt konnte Schalke es hier nicht mehr rumdrehen. Dafür kam die Offensive zu spät. Werder gewinnt hier am Ende. Ja, dann doch ein bisschen glücklich, auch wenn man in der ersten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft war. Die zweite Halbzeit geht eindeutig an die Schalker. Und was hat man da für Glück gehabt in der Werder-Abwehr? Gerade zum Ende hin hätte es hier auf jeden Fall noch das 2:2 geben müssen. Aber so ist es halt im Fußball. Heute schafft es Werder und setzt sich knapp durch gegen den FC Schalke 04 durch Tore von Max Kruse und Yuya Osako.
2:1 sagt also das Orakel, was mich als Werder-Fan natürlich sehr freuen würde. Ihr könnt ja mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde es mich freuen, euch beim nächsten Orakel wiederzusehen. Schaut auch gerne bei mir in die FIFA 19 Karriere mit Werder rein, wenn ihr ein bisschen mehr Fußball und FIFA mit Werder sehen wollt. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, Tipp mit und eine angenehme Woche. Macht's gut, ciao.